Hallo zusammen, ich habe hier einen Waeco-Kühlschrank, der nicht funktioniert. Oder nicht funktioniert hat. Dieser Kühlschrank, mehr muss ich dazu nicht erklären. Ein Waeco, ein MDC90, 12, 24 Volt. Und dieser Kühlschrank kam hierher, weil er nicht funktioniert oder nicht kühlt. Für das müssen wir den Kühlschrank drehen. Und wir sehen hier, das ist ein Seccop-Kompressor, ein BD35F. Bester Kompressor auf dem Weltmarkt, sage ich immer. Wir haben hier den Kondensator. Hier drin sitzt ein Lüfter, der jetzt dreht, weil er läuft. Da ist das der erste Blick, läuft dieser Lüfter oder ist dieser verdreckt? Wenn nicht, kann ich hier am F und Plus die Spannung messen. Hier an F und Plus. Hier sollten rund 12 Volt rauskommen, auch wenn auf der Zuleitung die Schwarz Plus, Schwarz-Rote, auch 24 Volt anliegt, kommen hier nur 12 Volt raus. Wir hören jetzt, der Kompressor läuft. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der Kompressor läuft, sondern ihr hört nur den Ventilator, da gibt es einen Trick, ihr müsst einen Schraubenzieher nehmen, wichtig ist ein Torx 20, scheiße, aber hier auf, mit der Spitze hier auf den Kompressor halten und hier mit dem Ohr. Dann hört ihr den Kompressor laufen. Dieser Kompressor ist nicht gelaufen. Als erstes die Spannung kontrollieren. Läuft der Lüfter? Hier ist der Lüfter nicht gelaufen. Dann könnt ihr zwischen der Klemme T, also diesen Stecker wegnehmen. Wenn ich den rausnehme, schaltet der aus. Das ist das Signal vom Thermostaten, dass er laufen muss. Und dann mache ich hier eine Drahtbrücke zwischen dem untersten und dem drittuntersten C, wenn er dann nicht läuft. Ihr habt 12, 13 Volt anliegen, der Ventilator läuft auch nicht, dann ist es, und die Polarität ist richtig, plus minus, dann liegt es an dieser Steuerung. Das war jetzt hier der Fall, diese Steuerung war drauf, das ist eine 101N0210. Der aktuelle Modell ist das 01N012. Nur aus liefertechnischen Problemen haben wir keine mehr, jetzt verbauen wir die 101N0650. Also wir sehen hier diese 101N0210 war drin und wir haben jetzt diese hier verbaut. Der Unterschied ist, diese Steuerung hat keine UL-Zulassung und diese Steuerung hat eine UL-Zulassung. Weil sie eine UL-Zulassung hat, könnte man sie in Amerika verkaufen, nur dieser Kühlschrank läuft hier in Europa, also ist eigentlich nicht ein Thema, dass er jetzt eine UL-Zulassung braucht. Weiter wichtig ist, wir haben hier diese Druckleitung und wir spüren hier, diese Leitung wird warm. Wenn diese Leitung und dieser Kondensator, gut, es läuft jetzt der Lüfter, leicht warm werden, kühlt das Kühlsystem, weil es die Wärme von innen nach draußen transportiert und hier abgibt. Ich muss gar nicht drin schauen, dieser Kühlschrank läuft jetzt wieder. Und kühlt auch. Weiter ein Schwachpunkt an diesem Kühlschrank, was auch noch defekt gehen kann. Wenn ihr hier diese Brücke gemacht habt zwischen C und T, das ist also hier drauf, zwischen T und C und er läuft nicht, dann liegt es am Thermostaten. Hier drin ein mechanischer Thermostat. Heute haben wir teilweise elektronische Thermostaten. Wenn der Kühlschrank jetzt so läuft, mit diesem Schraubenzieher, wichtig, Torx 20
oder sowas. Ihr hört den Kompressor laufen, die Leitung wird hier nicht warm. Dieser Kondensator hier wird auch nicht warm. Und der Verdampfer innen drin, das Kühlelement, wird nicht kalt. Dann haben wir zwei Probleme. Entweder das Kältemittel ist draußen oder der Kompressor arbeitet nicht mehr, er fördert nichts mehr. Da steht das Verhältnis 1 zu 1000, also bei 1001er Fall ist der Kompressor kaputt und bei 1000 Fällen liegt es am Kältemittel. Wir sehen, wir haben hier keinen Messanschluss, das wurde von Werk so verpresst. Das heißt, wir können hier nicht messen, wenn man die Messeinrichtung hat. Wir könnten hier jetzt mit einem speziellen Zange einstechen und dann den Druck messen. Das wird gehen, nur meistens liegt es daran, dass dann irgendwo ein Leck ist im Kühlsystem. Wir können jetzt das ganze Kühlsystem absuchen, ob irgendwo, zum Beispiel hier den Schlauch zurückziehen, ob hier irgendwo Öl ist, also Kälteöl. Im ganzen Kühlsystem ist Öl unterwegs und wenn irgendwo eine Leckage ist, dann geht da das Kältemittel raus. Dann gibt es eigentlich die Möglichkeit, diese Leckstelle, wenn man sie findet, zu löten, neu zu füllen, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja, und dann anstelle dieses Kühlschranks könnten wir ja eine andere Lösung finden. Wir könnten den wegschieben. Und einen Wemo-Kühlschrank verbauen. Das ist der Wemo 85N. 12 Volt Kühlschrank ist genau gleich breit, ist genau gleich hoch, ist gleich tief, hat vom Volumen etwas mehr Inhalt, einen halben Liter. Ich habe hier ein Tiefkühlfach, das geht der Deckel gegen oben. Hier habe ich ein Tiefkühlfach mit einer Feder, geht nach unten. Wir haben einen mechanischen Thermostaten, der sitzt hier hinten. Hier habe ich ihn hier. Wir haben auch eine Innenbeleuchtung, die Befestigungslöcher. Hier, die sind auch genau gleich wie hier. Die Gemüseschale ist hier. Hier hat es gar keine. Und hier ist so eine Gemüseschale, weil der Kompressor natürlich hier hinten sitzt, ist die ein bisschen kürzer. Aber dafür haben wir im Tiefkühlfach, ist flächer und wir haben ein bisschen mehr Volumen. Ja, das ist die Alternative. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass dieser Kühlschrank auf 12 und 230 Volt läuft mit einer Vorrangschaltung. Aber wir haben jetzt diesen Kühlschrank repariert. Es ist noch Winterzeit. Wir reparieren noch Fremdprodukte. Im Sommer, wenn die Saison losgeht, lehnen wir Reparaturen von Fremdprodukten ab. Ihr habt hier jetzt das Video. Folgt mir, abonniert mich und ich bringe weiteres. Solche Videos auch für andere, die ein Problem haben mit ihrem Kühlschrank. Und hier der Link zu diesem Kühlschrank, wo ich den besser erkläre. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.